Hallo zusammen, auch heute an Tag der Deutschen Einheit geht es zum Training. Meine Muskeln kennen keine Feiertage oder keinen Urlaub. Und heute liegt Bankdrücken an und enges Drücken, bisschen Cardio und dann gehe ich wieder nach Hause. So Freunde, ihr seht jetzt, wie es abgelaufen ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So sah mein Trainingsplan heute aus für diesen Tag. Zuvor habe ich mir die Schultern eingerieben mit diesem Erwärmungsöl, um die halbwegs vorzubereiten für das Training. Dann kamen ein paar Liegestütze, Rotatorentraining und natürlich auch das lockere Eindrücken mit der leeren Hantel. Ich habe dann mit dem Maßband meine Griffweiten abgemessen und mit Klebeband die Stellen jeweils markiert. Ich habe ja einen Trainingsgriff, der ist 76 cm und das enge Bankdrücken führe ich mit 60 cm. So sieht das erste Mal immer im Vorfeld aus und dann fange ich an und trainiere erstmal richtig, bereite mich vor für die richtigen Arbeitssätze. Ich habe heute bei 75% jeweils zwei Pausen gemacht, die unterschiedlich im Satz verteilt waren. Dieser Haken hier hat mich natürlich heute geärgert. Ich habe nämlich manchmal die Hantel gar nicht rausbekommen oder gerade so reinbekommen. Nächstes Mal nehme ich die Eisensäge mit und schneide die 5 mm links und rechts weg. Hier seht ihr, wie ich das alles praktiziert habe. Die erste Wiederholung war frei, die zweite mit einer sehr langen Pause und dann folgte in der dritten Wiederholung wieder eine lange Pause und die vierte Wiederholung war dann frei gewesen. Das war im Ganzen alles heute im Training gewesen. Zum Schluss habe ich ja das enge Bankdrücken ausgeführt mit 3x3. Da verwende ich eben die 60 cm Griffweite und mit 3x3 und 90 Kilo war dann das enge Bankdrücken heute abgeschlossen worden. Zum Schluss gab es dann noch das Cardio-Training. Da habe ich hier mal die Daten mit reingesetzt und war doch recht zufrieden, dass heute die 100% Herzfrequenz geschafft worden sind. Und nächste Woche werde ich das dann halt weiter fortführen. Ja, auf der Heimfahrt habe ich Lust bekommen auf Fast Food und bin dann hier in so ein Schnellrestaurant eingekehrt und habe mich erstmal mit solchen Hamburgern eingedeckt. Es ist einfach über mich gekommen, obwohl ich doch gar kein großer Fan von sowas bin. Allerdings, es hat gut geschmeckt und einmal ist auch kein Mal. Hallo zusammen, heute im Verein wieder. Ich werde das Kreuzheben ausführen und gehe bis 75% hoch mit 4x2 und danach folgen noch ein paar Rückenübungen, Nackenheben und für den Rückenstrecker noch eine Übung und dann war es das für diese Woche gewesen. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Man sieht sich. Mit meiner Methode zum Erwärmen fürs Kreuzheben 3 Runden durchgezogen und dann habe ich schon regelrecht geschwitzt. Es kamen ein paar Scheiben auf die Stange drauf, habe so ein paar Wiederholungen gemacht, zwischen 3 und 5 Stück und dann war ich halbwegs bereit für das Kreuzheben. Meine Pausen betragen heute 5 Minuten. Nicht kürzer, aus einem einfachen Grund, weil der Muskel dann nicht vorbereitet ist für die nächste Hebung. Und wenn ich das dann zu lange mache, also 6, 7 oder 8 Minuten, dann wäre ich wieder langsam kalt und verliere die Spannung. Und das wäre dann schon wieder kontraproduktiv. So, Hantel ist beladen, ausgerichtet kurz. Und jetzt geht es wieder ran an die 75%. 4x2 Tageshöchstlast. Und ich konnte das sehr gut umsetzen, habe natürlich viel Kopfkino gemacht, also die bildliche Vorstellung vom Bewegungsablauf her und natürlich auch negative Gedanken rausgeholt und stark geredet.
Klingt alles einfach und simpel, muss aber auch ständig trainiert werden im Kopf. Und wenn das nicht geht, dann funktioniert das halt nicht im Kopf. Sowas praktiziere ich schon seit vielen Jahren. Und früher hatte ich mal ein gutes Buch gehabt, Psychologie für den Sport. Da standen solche Anleitungen, sag ich mal, drinne. Natürlich, wie gesagt, auch immer wieder mit reinnehmen ins Training, Kopfübungen. Und das funktioniert dann auch. Es soll ja hauptsächlich im Wettkampf mit eingesetzt werden, um den Versuch gültig über die Bühne zu bekommen. Mehr steckt da nicht hinter. So, hier nochmal die letzte Hebung des Tages und da waren die 4 Sätze durch. Ich bin dann zum Abbauen gegangen und habe dann die nächste Übung begonnen mit Nackenheben. Ich rolle die Schultern auch nach hinten, das nochmal gut für den Kapuzenmuskel. Und zum Schluss kamen die Schwünge, da habe ich den Rückenstrecker mit drin, das Gesäß und die Beinbeuger und natürlich auch die Unterarme. So Freunde, das war wieder die Woche gewesen von mir. Wir sehen uns am Montag wieder.